Na Mensch, die letzte Folge lief ja mal super. Ich danke euch vielmals. 1000 Minuten Watchtime, das erste Mal, kurz nach dem Hochladen. Total geil. Und wir machen weiter. Nicht so wie gedacht, aber wir machen weiter. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin mal wieder ganz woanders als da, wo wir eigentlich weitermachen wollten. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte mich ja gewundert, warum in meinem Zentrallager, oh Gott, jetzt muss ich mich selbst orientieren, da unten, so wenig Krimskrams ankommt. Und das liegt einfach daran, dass A, eine Maschine nicht angeschlossen war. Und B, ein Grund ist hier oben. Und ich weiß nicht warum, aber ich produziere völlig unnötig hier oben x-tausendfach Schrauben. Und ich brauche nicht x-tausendfach Schrauben. Deswegen mache ich aus dem hier jetzt. Zack. Aber machen wir das aus. Dann machen wir jetzt ganz stumpf. Ihr kommt jetzt mal raus hier. Hör auf damit. Eisenplatten. Die brauchen wir nämlich viel dringender. So, das heißt dann auch, dass der hier erstmal wegkommt. Zack, ich kann keine Eisenplatten mehr aufnehmen. Das ist. Achso, haben wir ein bisschen schneller gemacht. Ist ja auch schön. Und der da kann jetzt hier ranlaufen. Und das ist alles total schön. Und dann produzieren wir hier jetzt noch 15 Eisenstangen pro Minute. Und du brauchst 10 pro Minute. Naja, dann stellen wir doch beide auf 3 Viertel Last. Zack. Haben dann 50% weniger Input. Ja, insgesamt 50% weniger. Wir haben jetzt 20, die Hälfte von 10 reicht immer noch. 7,5 braucht der und der braucht auch 7,5 und dann stimmt das. So. Dann kann der Oschi hier nämlich weg. Den brauchen wir nicht mehr. Ich bin immer noch matschevoll. Was eine Scheiße. Egal. Nee, nicht egal. Nervt mich. Nervt mich jetzt schon. So, aber in jedem Fall produziert der hier jetzt schön Dings hier. Eisenplatten. Und die brauchen wir viel, viel dringender tatsächlich gerade. Und deswegen reißen wir jetzt hier eine Wand ein. Bauen hier einen Fahrstuhl hoch. Jetzt kommt das wieder mit der Höhe. Super. So. Das ist. Passt das schon? Wir probieren es aus. So, setzen uns da eine schöne Tür rein. Eine Wände. Zack. So rum ist richtig. Und dann gehen wir da einmal ran. Das sieht ja. Warum sieht das so komisch aus? So will ich das nicht. So will ich das auf gar keinen Fall. So. Und dann ist das natürlich zu hoch. Ich glaube, ich hatte es schon richtig. Ja. So ist es. Okay. So. Das heißt, ich habe hier jetzt schön den Schacht. Oh, jetzt liegt hier so ein Haufen Scheiße rum, ey. Ich gehe mal gerade ein bisschen was verschrotten. Ich hatte mich eigentlich schon darauf vorbereitet, dass ich jetzt hier hinten bei der meine automatischen Kabel machen kann. Aber dass die Produktion so lahm steht, das hat mich echt ein bisschen genervt. Und beim Stahl steht sie immer noch relativ still. Ach ne, jetzt habe ich korrigiert. Da waren es tatsächlich Förderbänder, die nicht so liefen, wie sie sollten. So, was kann denn hier weg? Hier die paar Kabel können weg, die Kohle kann weg. Das kann erstmal drin bleiben. Ja, ich weiß, brauche ich nicht. Nicht nerven. Und davon habe ich, glaube ich, auch genug. Können die auch weg. So. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. Und wir können wieder reinrennen. Brrrt. Den Turm hier habe ich gar nicht groß gezeigt. Ne? Der war irgendwie plötzlich da nach dem Umbau. So. Den ganzen Scheiß einmal mitnehmen. Liegt ja mehr als genug. Schöner Nebeneffekt. Die beiden brauchen jetzt ein bisschen weniger Strom.
Na super. Ach komm schon, ey. Nee, die will ich eigentlich nicht schreddern. Was ne Kacke. Was liegt hier? Eisenplatten. Die kann ich wenigstens mitnehmen. Na gut, liegt hier eine Box rum. Das ist zu verkraften. So. Nichtsdestotrotz müssen wir hier jetzt runter. Einmal an die Seite kicken. Brut. Na komm. Plock. Da ist unser Türchen. Und das führen wir jetzt ganz stumpf. Wo passt es, ist die Frage. Ich glaube, ich lasse es unter der Decke laufen. Da liegt auch nochmal so eine Kiste. Scheiß noch eins. Aber egal. Es muss weitergehen. Das, so passt's. Das führen wir hier rein. Ja, hier sind nämlich unsere ganzen anderen Konstruktoren. Und dann führen wir hier einmal mit so ein paar Wandhalterungen das Ganze bis hier hinten rüber. Ist doch herrlich, oder? Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir hier überall dran vorbeikommen. Ich hoffe einfach mal aufs Beste. So. Von da nach da. Komm. Bitte kommen wir die Maschinen rüber. Komm, komm. Ja, sehr schön. Das läuft. So, dann haben wir hier jetzt... Genau, hier gehen die Eisenplatten hin. Perfekt. Wir brauchen aber... Hier dann tatsächlich noch einen Fusionator. Zack. Dann einmal hier hoch. Und, nee, das ist ja mal scheiße. Das ist absoluter Müll. Und gehen wir so ran. Zack. Und haben mal eben fix unsere Produktion aufgestockt. Wisst ihr was, das ist total Blödsinn. Das will ich so nicht. Das sieht scheiße aus. Und ich mag es nicht, wenn es scheiße aussieht. Du gehst wieder da ran. Dann baue ich lieber hier so ein lang. Und setzt dann... Passt das? Ja. Und setzt dann hier einmal einen rüber. So, dann ist wenigstens gerade. So, und dann haben wir hier erstmal um 50% unsere Eisenproduktion erhöht. Unsere Eisenplattenproduktion. Hier lief übrigens auch eine Maschine nicht. Weswegen, jetzt kommt die nächste. Brut. Hier nicht genug. Schwere Eisenplatten angekommen sind. Nee. Doch, hier sind nicht genug Eisenplatten angekommen. Und in Folge hat der auch nicht genug verstärkte Eisenplatten bekommen, weswegen hier alles irre lange gedauert hat. Das scheint sich jetzt schon ein bisschen erholt zu haben. Wir haben in jedem Fall genug Schrauben. Ja, deswegen war hier ja so ein bisschen Kuddelmuddel. So, und jetzt löppt das erstmal alles wieder. Wir gucken nochmal einmal eben fix nach hinten. Wie es mit unserem Stahl jetzt hier läuft. Der füllt sich, glaube ich, gerade. Ja, und der auch. Ja. Und sobald die voll sind, geht ja wieder alles weiter ins Zentrallager. Das dauert natürlich alles einen Augenblick. Aber meine Güte. Lässt sich nun mal nicht ändern. Ja, und hier hat aus irgendeinem Grund das Förderband hier. Das hat einfach nicht transportiert. Und der eine Lift auch nicht. Welche es war, keine Ahnung. Ja, Lilu. Echt nicht. Vergiss es. Lilo! Hey! Aus! Entschuldigt mich. Oder? Ruhe. Erstmal Ruhe. Kaffee. Ah, schreck mich schon wieder auf. Na, das setze ich hier. Ja, ist gut. Oh, hallo. Na du? Na komm mal. Komm. Hops. Ja. Oh. Küssi geben? Küssi? Frau ist im Krankenhaus, Hund ist einhändig. So ist fein. So. So ist fein. Mach Platz. Oh, die geht's ganz schlecht, ne? Ja, ich weiß, die geht's schlecht. Was, wir waren vorhin gerade draußen. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Alles cool. Hm? Ach ja, alle sind liebesbedürftig. Kind liebesbedürftig.
Hund liebesbedürftig. Hund ganz besonders liebesbedürftig. Hund läufig. So. Womit wir dann endlich wieder hier hinten wären. Und endlich weiterbauen können. Ich habe hier tatsächlich schon ein bisschen was verändert. Denn ich war hier mit der Zufuhr nicht so ganz zufrieden. Jetzt habe ich hier alles sauber ein bisschen aufgereiht, sodass das alles nur ein Fältchen breit ist. Und ich glaube, der Klotz ist mir aber tatsächlich zu groß. Ich glaube, den nehme ich wieder weg. Den nimmt mir zu viel Platz weg. Und da mir ja vorgeworfen wird, ich baue zu eng, gelobe ich hiermit Besserung. Lilo! Lilo! Ich schreie so schön ins Mikrofon. Freut ihr euch auch so? Ich weiß auch nicht, was sie da anbellt. Sie bellt aus dem Fenster raus in einen Hof, der von Mauern umgeben ist. Da können eigentlich nur Katzen und ich, keine Ahnung, vielleicht ein Eichhörnchen sein oder sowas, aber egal. Manchmal ist, wie es ist. So. Soweit sind wir und mir fällt auf, hier sind noch absolut keine Ressourcen. Warum sind denn hier noch keine Ressourcen? Weil der Strom nicht weitergegeben wird. Wo müsste der denn eigentlich hin? Da müsste der hin. So, dann sollte auch wieder Kohle kommen, auf jeden Fall. Hund. Machen wir nicht wahnsinnig. Ach, und wir haben noch gar keinen Strom. Hupala. Wo führen wir den denn lang? Was wäre denn da am dümmsten? Ich glaube hier direkt, oder? Dann holen wir das von hier. So, wo haben wir denn hier? Da haben wir einen. Zack. Also einen doppelseitigen hier ran. Ne, Strom habe ich übrigens schon drin verlegt. Weil wegen brauchen wir. So oder so. So, irgendwann kommt hier hinterher auch noch eine Halle, aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Gleich langsam nervt mich der Hund. Nur so ein bisschen. So. Da steht die Wand. Herrlich. So, und jetzt kriegen unsere netten kleinen Miner, die wir ja noch brauchen, erstmal ein bisschen Strömung, oder? Könnte auch versuchen, tatsächlich unterirdisch den Strom zu verlegen. Wäre auch eine geile Idee, oder? So. Der auf jeden Fall erstmal. Oh, da wollte ich nicht runter. Ach ja, die Ecke hier hinten gefällt mir echt gut, ne? Muss ich ja mal sagen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das finde ich schon berauschend gut. So. Dann einmal hier rüber. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auf mehreren Ebenen nicht. So, nochmal. Dann gehen wir erstmal dahin. Dann so. Und dann so. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ja. Wollen ja hier nicht auf einmal mit Kraut und Rüben anfangen. So, dahin Strom und dahin Strom. Ernsthaft? Oh oh. Oh oh. Irgendwas stimmt nicht. Och nö, jetzt kommen noch wieder 20 Folgen Wasser. Da habe ich keine Lust drauf, ehrlich. Ist es Wasser? Ist es Kohle? Man weiß es nicht. Es wirkt ein bisschen so. Jetzt hätte ich schon wieder zu wenig Kohle. Na, Wattenscheiß. Na, aber immerhin jetzt, bevor ich hier die ganzen Geräte anschließe. Das wäre ja noch viel beschissener. Ja, es fehlt definitiv Kohle. Hier kommt schon nicht mehr viel an. Warum kommt hier eigentlich so wenig an? Nehme ich da unterwegs irgendwo Kohle ab? Noch gar nicht eigentlich, oder? Nur ein Stückchen hoch. Ja, hier ist denn schon kaum noch was. Das lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht mehr, das hier noch rüberzuführen. So, und dann... Achso, es kommt von da oben. Ne, hier steht Kohle bis an den Rand. Was steht denn da los? Mach mal
mal so einen hier ran und dann will ich hier jetzt erstmal eine Treppe haben. Das geht ja so nicht weiter. Na, wie machen wir das? Ach, warum soll ich da eine Treppe ran machen? Ich habe hier eine. Ist doch irgendwie auch doof. Ja, ihr habt alle keinen Strom. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also Wasser kann es eigentlich nicht sein. Weil Wasser habe ich aufgepasst wie ein Schießhund. Da haben die genug. Läuft wieder. Ne, ich habe einfach Überlast. Oder? Ne. Ne, kann nicht sein. Was hat denn da so gefressen? Alter Vater. Wo kam denn diese Spitze her? Okay, aber wir müssen definitiv ausbauen. Ne, denn egal wo diese Spitze herkam. Sie hat meine Stromzufuhr gekillt. Wir gucken mal. Hast du hier hinten genug Kohle? Du hast auf jeden Fall genug. Wir hatten tatsächlich aber nur eine Lastspitze drin. Und schön. Liegt die Kohle drauf? Hier liegt Kohle drauf. Wir haben Wasser ein bisschen gepuffert. Wir könnten eigentlich noch mal ein paar Kraftwerke bauen, ne? Das machen wir dann einfach mal. Oh, hilft ja nichts, ne? Hilft ja alles nichts. So, oh Gott. Wir lassen mal ein bisschen Luft hier hinten. Damit das auch mal ein bisschen schicki bleibt. Oh, ich sehe so scheiße, ey. Da wäre es echt cool, fliegen zu können. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier verteilen. Ach ja, so, Fusionator und Splitter, den wollen wir. Der... Von wo kriegst du? Von da kriegst du. Klick, klick. Nee, eigentlich kriegst du nicht von da, das ist totaler Quatsch. Du bekommst von... Wie habe ich das denn hier gebaut? Ein Stück davor einfach, ne? Mit diesen X'ens. Wir setzen hier erstmal... Habe ich überhaupt Kupferdickens da? Ah, es wird immer beschissener. Logistik, Pipelines und... Eine Handvoll. Ja, super. Ist ja krumm und schief. Will ich jetzt schon nicht. Will ich so einfach nicht. Nein, 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 nein. Ich habe gedacht, ich brauche keine Kohlegeneratoren mehr. Das wäre zu schön gewesen. Na komm. Gehen wir nochmal einen rüber. Und dann gucken wir nochmal. Ich nehme mal die mittlere Maustaste, Leute. Nur mal. Geht nicht. So geht's. Oh, das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Wir nehmen mal hier den so ein bisschen, damit wir sehen können, wo wir hin müssen. Das müsste passen. Dann kommt der weg. Und halt, mittlere Maustaste. Geht übrigens nur, wenn ich schon im Baumenü bin. Das finde ich ein bisschen schade. So, dann geht der schon mal darüber. Und dann bauen wir doch mal gleich drei Splitter. Brauche ich gar nicht hier hin, kann ich hier mitmachen. Brut. Du kriegst von da. Zack. Oh, sag nicht, der ist gleich dran. Das wäre ja ultimativ. Obwohl, ich kann hier langlaufen, das reicht eigentlich, ne?
So, dann solltest du schon mal löppen. Keine Verbindung, ja, das ist klar. Und wenn ich da jetzt nochmal einen nebenbaue, sollte das doch genau passen, oder nicht? So, zack, Rohr bitte. Ja, so ziemlich. Nächster Splitter kommt dann hier hin. Kriegt von da und da. Das geht ja mittlerweile alles ziemlich zügig. Und ran da. Und wenn wir schon dabei sind, bauen wir dann noch einen dritten. Und viel mehr ist dann hier noch gar nicht mehr drin. Weil sonst wird es mit dem Wasser nämlich ganz schön eng. Oh. Da habe ich ja gar keinen Teiler mehr. Das ist ja unschön. Zack. Na komm, das reicht doch jetzt bestimmt noch. Na, aber als hätte ich gemessen. So, dann habe ich auf jeden Fall... Na. Da soll es passen, genau. Passt, passt. Nee, passt nicht. Wieso passt du denn nicht? Und du passt auch nicht. Das ist ja total der Humbug. Warum baue ich die so, dass es nicht passt? Das ist Quatsch. Das ist ja totaler Quatsch. So. So. Und dann gerade zu führen. Ist doch schon besser. Und das gleiche machen wir hier. Was ist das denn für ein Sprung gewesen gerade? Na, das drauf da. Zack. Weg und weg. Das passt. Das passt und das ist auch gerade. Fertig. So, haben wir drei Generatoren mehr. Das heißt, im Maximum sind das... Ja, erstmal 150. Das tut's doch. Das ist noch nicht atemberaubend. Aber das ist schon mal ein bisschen was. Damit lässt sich erstmal arbeiten. Und ich glaube, viel mehr brauchen wir dann noch nicht. Das Tor finde ich auch ziemlich cool. Irgendwas muss ich damit noch machen. Auf jeden Fall lässt sich damit erstmal die automatische Verkabelung hochziehen. Und dann kommt das nächste Tier. Und dann haben wir hier ein ganz hässliches Loch. Was willst du das? Also, was soll das denn? Und dann müssen wir demnächst mal gucken, wo wir mehr Kohle herbekommen. Dann müssen wir wohl mal wieder ein bisschen aufstocken. Zumindest hier hinten die Ecke. Und wir haben ja jetzt Sprengstoff. Ich glaube, ich kann da irgendwas freisprengen. Bin ich mir fast sicher. Jetzt hat hier nicht die Zeit. 22 Minuten. Alles cool. Wir sind voll im Rahmen. Dies löppt. So, jetzt können wir die Jungs hier wieder anschließen. Brut. Ich weiß nicht mal mehr, was von hier kommt. Das ist schon wieder so lange her. Was kommt denn von hier? Eisenerz. Eine Menge Eisenerz. 120. Das ist schon mal gut. Und von hier irgendwo. Was kommt von hier? Das ist Eisenerz. Ach, das ist Kupfer. Okay. Kupfer, Eisenerz, Kohle. Ich glaube, wenn ich hier jetzt nochmal Kohle in der Halle abnehme, kommt von dem Förderband da unten, da hinten gar nichts mehr an. Da ist denn endgültig Titte. Ich meine, das schmeißt eine Menge ab, aber so viel dann auch wieder nicht. So. Ab rein in die Butz. Also, was brauchen wir hier? Wir brauchen in jedem Fall Kupfer. Gut, automatische Verkabelung. Denn wir brauchen Kabel. Und für die Statoren brauchen wir ebenfalls Kabel. Okay, das ist... Ne? Ist ja schon mal gut zu wissen. So, jetzt haben wir erstmal ein Autosave. Ich kann einmal durchatmen, Schluck trinken. Speichern erfolgreich. 2,5 pro Minute. Da warte ich ja ewig, bis ich nachher in den Weltraumlift den Scheiß schicken kann. Aber gut. Dann ist das so. Okay. 50 Kabel pro Minute, das klingt erstmal nach viel. Wie viel stellt denn hier ein Konstruktor her? Kabel.
30, das heißt, wir brauchen da schon mal zwei von. Und 120 Draht pro Minute. Das ist eine Menge. Ich hätte ihn gleich stehen lassen können. Wir müssen ja erstmal drüber rechnen hier. Also, dafür brauche ich 15 Kupferbarren. Für und eine Schmelze produziert. Was haben wir hier? Schmelze. Dass ich hier nur so... Das finde ich ein bisschen schade, ne? Warum kann man hier nicht nochmal einen Drehschritt zwischen machen? Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber gut. So. Dann gehen wir ein bisschen rüber. Stellen das so halbwegs mittig hin. Was nicht geht. Das heißt, Schluck auf. Wo kommt der denn her? So. Ihr sollt Kupferbarren herstellen. Ach, 30 pro Minute machst du sogar. Das ist ja herrlich. Dann reicht ja eine Schmelze. Vorerst. So, und die versorgt erstmal zwei Konstruktoren dann. Zack, zack. Das wird interessant. Ich muss einmal einen Förderband-Splitter hin. So. Zack, zack. Na, brauchst du eine schöne Kurve? Nein, nicht wirklich, ne? Das machen wir hübsch. Und jetzt haben wir immer noch nicht. Hupala. Jetzt wollte ich das mal mit STRG ausprobieren, aber gut. Anama. Wie, jetzt kommst du nicht rum? Ach komm. Das ist eine coole Sache. Danke, Daniel. Für den kleinen Tipp. So, jetzt sind wir sauber rum. So. Das wäre dann schon mal... du sollst Draht machen. Du machst 30. Oh, ich bin schon wieder Matsch im Kopf. Du sollst ein Kabel machen. Du brauchst 60. Und produzierst dann 30. Und du hier hinten. Brauchst aber 50 Kabel. Dum, dum. Das heißt, wir brauchen doch noch eine zweite Schmelze. So, das heißt, grundsätzlich erstmal, wir bauen hier Fusionatoren hin. So. Und so. Dann bauen wir hier gegenüber nochmal zwei Konstruktoren. Also ich bemühe mich jetzt wirklich nicht mehr so eng zu bauen, Leute. Ich hoffe, man erkennt das ein wenig. Ich baue immer noch eng, aber versuche mir das zu Herzen zu nehmen, was ihr mir sagt. So. Ja, also wir werden nicht alles hier unten reinpacken, tatsächlich. So. Die brauchen aber nochmal Zulauf von einer weiteren Schmelze. Und die bauen wir dann einfach wir gucken mal einmal von wo kommt hier eigentlich das Kupfer und wieso ist hier noch kein Kupfer, hier müsste doch links Kupfer angekommen sein. Wir haben ein Loch in der Versorgung, scheiße. So, und wo fehlt's denn, wo liegt das Problem? Das kommt von hier, läuft hier lang. Läuft und läuft und läuft und geht hier. Problem gefunden. Was denn hier passiert? Na nü! Zack. Das kann ja wohl nicht angehen. Na, nicht schief hier. Dahin. Und immer noch schief. Boah, das ist in dem Winkel echt ganz schön ätzend. Nee, erst den hinteren, sonst sehe ich gleich nichts mehr. Nach da und nach da.
Und jetzt läuft das eine und das andere. Sehr schön. Können wir hier wieder dicht machen. Zack. Jetzt erstmal Ressourcenzulauf. So, und dann können wir hier erstmal irgendwie gucken, was hier von wo kommt. Da ist Kupfer. Okay. Dann geht Kupfer jetzt erstmal darüber. Und wir brauchen zwei Schmelzen. Doch richtig gedacht vorhin. Naja. Eine hier hin. Eine hier hin. Dann brauchen wir einen Splitter, der von da bekommt. Mhm. Ah, schade. Wäre auch zu schön gewesen. So geht's. Sehr schön. Zack. So. Oh, herrlich. Schön mit der Kurve, Mac. Richtig geil. So, ihr stellt Kupferbahn her, logischerweise. Dann hier ein Fusionator hinter. Ja, eben ganz gut geklappt. Machen wir hier also wieder so. Ja. Dann brauchen wir hier einen Splitter. Na, ist ein Fusionator. Wie doof. So. Das kommt schon hier hin, da der Eingang. Wir gucken mal gerade, was müsste sitzen, ne? Schön. Da rein. Und von da gehen wir da hin. Und dann mischen wir einmal ganz hier rüber. Ich setze hier auch einen Splitter. Einfach nur. Na, da ist er. Einfach nur der Optik halber. Zack, der das hier rüber setzt. Und hier hatte ich das wie geteilt. Jo, mit einem nur dahinter. So. Zack, daran. Und daran. Und du gehst daran. Habe ich das hier hinten auch so gemacht? Kann ich mir nicht vorstellen. Ne. So, nach hier und so schon mal nicht. Total gut. Ey, Daniel, das ist, glaube ich, der geilste Tipp, den ich seit einer ganzen Weile bekommen habe. So, jetzt haben wir hier schon mal, zack, eine ganze Menge Draht. Nämlich 30... 60, 90 und 120. Das gefällt mir erstmal ganz gut. So, du brauchst aber nicht nur 120 Draht, du brauchst vor allem 50 Kabel. Das wiederum heißt, wir müssten hier irgendwie noch zwei Konstruktoren hintersetzen. Eins, zwei. So, dass wir durchlaufen können. Und dann brauchen wir hier nochmal einen Splitter. Zack. Nummer 1 und
Nummer 2. Und dann machst du mir ganz viele Kabels. 60 Draht. Und du machst auch Kabel. Ich bräuchte allerdings nur ein bisschen weniger. 10% weniger wären 6. Wie bräuchte ich da weniger? Ach, ich habe genug. Brauche ich den Draht hier noch irgendwo? Nö, ne? Oder brauche ich den hier für den Stator? Doch, da brauche ich auch noch Draht. Baller. Na dann werdet ihr gedrosselt. Und dann müsst ihr tatsächlich auch ganz anders stehen. Zack. Das geht so nicht. Wir machen hier einen Splitter hin. Zack. Der hier nochmal Kabel ausführt. Wie viel brauche ich denn da? 2,5. Stator, wie viel stellst du her? 5. Das heißt, ich brauche hier nur 20 Draht pro Minute am Ende. Ja. Das ist eigentlich das Problem. So. Hier führen wir nachher Draht ab. Konstruktor. Na, ich glaube, das passt am Ende hier nicht. Na doch. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Das passt. So. Und dahin. Sehr schön. So, Gabels und Gabels. So, 60 Kabel brauchen wir aber nicht. Wenn wir hier auf... Aktualisiert er das jetzt gleich? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das kommt jetzt, wenn wir es an Strom anschließen. Zack. Nö, kommt gar nicht. Zielproduktion. Ah, das steht da. Das ist ja schön. Na nö. Das ist ja eine krumme Zahl. Ja, ist das so. 84%. Und hier auch 84. Ne, so passt auch, ne? 24,9 und 25,2. Dann kommen wir relativ genau auf das, was wir wollen. So, dann haben wir hier unsere Kabel erstmal fertig. Die benötigen dann, ich weiß ja gar nicht, wie viel, 83% von 60. Ach, komm. Nehmen wir einmal den Taschenrechner zur Hilfe. Zähle ich mal 8%. Ach, scheiße. Komm her. 60 mal 8,3%. 49, knapp 50. 50 Draht nehme ich ab. Und stelle 120 her. Das reicht ja fast, oder? Mache ich 20 mehr und brauche hier... Ich kann jetzt mal Licht machen. Ui. Ich stelle mal um auf Stator, bitte. Ich brauche hier 20 Draht. Ja, perfekt. Weil der läuft ja nur... Der braucht ja nur auf halber Kraft laufen. Boah, super. Das ist ja irre gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie machen wir das hier mit unserem Stahl. Ich finde die Konstruktion tatsächlich diesmal irgendwie schick. Irgendwie hat die was Ästhetisches. Sieht so ein bisschen aus wie gewollt. Wir können hier schon mal anlaufen lassen.
So, der läuft und der auch. Können die Schmelzen hier schon mal anrennen. Muss eh alles ein bisschen Vorlauf haben. Während wir überlegen, wie wir hier Stahl reinbringen. Ich meine, ist ja relativ easy. Wir brauchen auf jeden Fall eine Gießerei. Die ist relativ groß. Machen wir uns nichts vor. Und hier wird es dann auch schon ganz klein bisschen eng. Ich glaube, ich werde mal versuchen. Wir könnten die hier hinstellen. Dann hier erstmal schön zuführen. Hier und hier und dann hier. Ich glaube, den kriege ich dich erstmal sauber ran. Ja, sehr schön. So. Und hier müssen wir dann zack, zack, zack. Passt das? Gerade? Nee, das ist krumm. Das ist krumm. Versuchen wir nochmal. Ach komm. Ach Mann ey. Manchmal bin ich echt ein bisschen blöd. So, jetzt setzt es. Geht hier auseinander, dann haben wir hier schon mal Stahlbarren und zwar 45 pro Minute. Und dann wollen wir hier noch einen Konstruktor hinter. So, aber irgendwie so, dass ich hier noch langlaufen kann, das wäre total irre. Das heißt, ich stelle ihn auf die Höhe von dem da. Ja, so dass ich durchkomme. Dann machen wir einmal hier den. So, dann sollte das gerade sein. Wunderbar. Wunderbar. So, du machst Stahlrohre. Da kommen raus 20. Und ich brauche 15. Das ist ja herrlich. So. Das heißt, wir können den hier erstmal rüberlaufen lassen. Nee, das will ich glaube ich nicht. Moment, 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 Moment. So, die spucken nach hier aus. Das sind meine Kabel. So, ich brauche jetzt aber erstmal die Statoren. Dafür brauche ich einen Manufaktor, der dann nachher so rum ausspuckt. Das heißt, dahinter brauche ich auf jeden Fall noch Splitter. Beziehungsweise, nein, Merger. Den bauen wir, glaube ich, andersrum. So. Ja, so machen wir das. Passen das einmal an, dass er da sauber dran sitzt. So. Dann können wir hier nämlich Fusionator mit Ausgang nach da. Gucken, dass es passt. So. Und da nochmal. So, dann gehen wir von da so rüber. Das passt erstmal alles. Und dann können wir hier drunter noch den da und na, so nicht. So ist Quatsch.
dass da nicht einfach automatisch so ein Dings drauf sein kann, ne? Das wäre... Warum mache ich mir das aber so schwer? Das ist ja... Tinnef. Man kann jetzt von hier oben sehen. Wir machen einfach so ein. Das ist ja total egal, ob wir den brauchen. Zum schick aussehen reicht ja so allemal, oder? Boom. Dann kommt der... Nicht genug Freiraum, ne? Du spinnst ja wohl. Einmal so. Und das nehmen wir weg. Und das eigentlich auch. Zack. Und dann gehst du... Das Förderband ist steil. Das ist ja ultimativ tragisch. Das passt nicht. Das ist ja ganz schlecht. Dann machen wir das anders. Jetzt mal einmal einen Fusionator ran. Splitter. Tatsächlich nur aus optischen Gründen, um jetzt wieder so einen hier raufzusetzen. Zack. Und zack. Und dann können wir nämlich einfach so machen. Zack. Ach komm. Ist doch nicht wahr. So kann ich nicht drehen, so kann ich nicht drehen, so kann ich nicht... Oh, ätzender Scheiß, ey. So. Das passt. Zack. So, wie sieht das hier mit dem Kupfer aus? Mit dem Kupfer sieht es ganz gut aus. Machen wir euch beide nochmal leer. Hier das Kupfer raus und hier das Kupfer raus. Damit wir hier weiter vorsetzen können. Zack, hier Kupfer rein. Hier auch Kupfer rein. Ich kann das erstmal weiter brennen. So. Das heißt, hier laufen nachher schön brav die Kupferbarren lang. Die gehen darüber. Zack. Na komm. Zack. So. Du benötigst dann am Ende hier die Kabel. Zack. Und hier das Kupfer. Echt jetzt? Och nö. Was ist denn hier jetzt das Problem? War doch jetzt gar nicht so schwer, du Scheißspiel. Alles total tiki-toki. Das sieht ja mal scheiße aus. Ohne ist schöner. Und ich glaube, die Bandlänge ist so auch legit, dass ich sagen kann, ich kann damit ohne Stütze leben. So, dann kannst du... Stadthorn? Nee, nicht Stadthorn. War schon mal Blödsinn. Kabel brauchst du nämlich gar nicht. So, du brauchst hier tatsächlich nur... Ach komm, das ist doch nicht dein scheiß Ernst, oder was? Mann, ey. Das will dann auch nicht gehen. Ach komm schon. So, was brauchst du noch? Du brauchst Draht, den kriegst du. Und du brauchst die Stahlrohre. Die Stahlrohre kommen aber von hier. Das ist ja mal dumm, 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 dumm. Wieso läufst du noch nicht? Weil du noch keinen Strom hast. Du kriegst jetzt mal Strom hier. Komm. Leg mal los. So. Wir reißen dich jetzt mal wieder ab. Und den ganzen Kuddelmuddel hätten wir uns sparen können. So, und dann kommt der Manufaktor nämlich so rum hier hin.
Na komm. So. Den Kuddel sparen wir uns. Das passt dann auch besser. So. Und jetzt gehst du einmal hier hoch. Und einmal so. Und dann machen wir so. Und dann sieht das doof aus. Und so will ich das nicht. Mann. So. Zack, zack, sauber. Du machst das so. Und du so. Sehr schön. So. Jetzt kriegst du hier die Statoren. Das sollte auf 15 funktionieren. Du machst Stahlrohre und zwar 20. So viel brauchen wir aber gar nicht. Wir brauchen nur 15. Na gut, in dem Fall ist es egal. Da müssen wir, glaube ich, nicht sparen. So. Dann kriegen wir hier die Statoren raus und zwar 5. Und daneben können wir jetzt noch einen Manufaktor bauen, der alles von da bekommt. Zu teuer. Ich habe keine Kabel mehr. Ich werde verrückt. Aber ich stelle die gerade gleich ohne Ende Kabel her. Schön doof. Wie bescheuert ist das denn? Also da laufe ich jetzt nicht. Ohne Scheiß. Das ist mir zu doof. So, einmal voll. Zack. Zweite Mal voll, der kann erstmal wieder Gas geben hier. Dann mache ich euch jetzt voll mit. Oh, du hast schon. Voll mit Kupfer. Und dich auch voll mit Kupfer. Und dann kriegt ihr erstmal alle Strömung. Du gibst an den und an den. Und du gibst an den und an den. Dann laufen die schon mal. Oh, das wäre halt auch gut. Draht, 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 Draht. Sehr schön. Oh, ich habe euch auch schon angeschmissen, sehe ich gerade. Aber dich noch nicht angeschlossen. So. Hätte ich auch noch gar nicht gemusst, aber naja. So, die pumpen jetzt fleißig raus, geben alles nach da. Was aber noch nichts bringt. Kommt hier genug Draht an? Einmal gucken. Ja, ne? Das sollte schon werden. Sehr schön. Das heißt, wir haben gleich wieder genug Kabel. Wie viel brauche ich denn? 10. Ja, die habe ich doch gleich. Zack. 10 Kabel. So schnell kann es gehen. So, der nächste flockt das dann hier raus. Das heißt, du kannst dann so rausgeben und ihr ja, einmal so, einmal so. Und so gefällt mir gar nicht. Ich brauche eh Kabel. Her die Kabel. Danke. Zack. Und zack. Und dann können wir den theoretisch auch schon fast anschmeißen. Sobald der seine Statoren kriegt. Da haben wir eh einen Überschuss nachher. Das passt also auch. So, was fehlt denn hier jetzt noch? Außer Strom. Du hast noch keinen Strom. Und du auch noch nicht, wa? Doch, du bist sogar schon voll. Das ist ja herrlich. Her damit. Dann kriegst du die schon mal. Dann kannst du nämlich auch Strom haben. Zack. Dann brauchen die beiden Manufaktoren noch. Da muss ich quer durch die Halle ziehen. Ey. Das ist ja ätzend. Mach ich lieber so. So. Dann kann der schon mal volllaufen. Bis die Statoren anfangen, dauert das noch einen Augenblick.
Obwohl, nee, müsste auch gleich losgehen. Läuft auf 100% und läuft, ne? Null? Warum null? Warum ist das null? Bleibt auch null. Na egal. Aber er läuft volle Pulle. Das ist relativ gut ersichtlich. So, der kriegt von allen genug. Und dann kriegen wir hier nachher unsere automatischen Verkabelungen. Herrlichst. So, und tatsächlich... Ah, schade. Kann ich das hier nicht so wunderbar mittig rausführen? Das finde ich ja ärgerlich. Und ich glaube, die automatischen Verkabelungen, da brauche ich auch kein Depot tatsächlich. Dann muss ich mal gucken, wie ich die hier wegkriege. Wa? Am besten nur unterirdisch. Ich könnte wieder da oben lang liegen, aber das ist mir zu blöd. Obwohl, doch da. Da wäre was. Habe ich das mit Glasplatten gemacht, mit Glasfundamenten gemacht. Dann machen wir das auch wieder. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack. Na komm. Ich meine, da kommen eh nicht so viele bei rum. Das passt schon. Oh, kein Beton mehr. Einmal auffrischen. Können wir auch gleich Kabel mitholen. Brauchen wir eh gleich wieder. Haben wir noch Eisenplatten? Ja, mehr als genug. Hier steht alles, weil wir bis zum Abwinken Turbo-Draht haben. Den ich eigentlich in Teilen auch mal schreddern könnte, glaube ich. Ich da einfach viel zu viel von herstelle. Aber wir kicken mal. Ja, das hier mit den Förderbändern muss ich auch nochmal ändern. Mal schauen, wie ich das schön mache. So. Betonagen. Zack. Und was sagten wir, brauchen wir noch? Eisenplatten haben wir genug, Kabel brauchen wir. Ja, da kommen ja auch langsam welche an, das ist ja herrlich. Habe ich hier hinten schon vierseitige Rahmen vorbereitet? Ja. Das heißt, wir können das einfach aufs Band schmeißen. Ganz easy peasy. Und von dem Band kommt ja auch nicht allzu viel an, von daher alles cool. So, kicken wir mal. Was ich da Hübsches draus mache. Ich glaube, ich will hier einmal irgendwie ein Türmchen haben. Das hier alles überragt. 3x3 Felder am besten. Wie muck wie das? Wie muck wie das? Wie muck wie das? Moment, erstmal hier ein paar Wände langziehen. Und zwar nehmen wir dafür die hier. So, so. Und dann weiß ich erstmal die Platte. Zack, die hier ist es. Weg damit. So. Dann machen wir erstmal hier 3x3. Wie rum auch immer die jetzt muss. Ach, das kann man schon wieder nicht erkennen, ey. Ist richtig rum? Ja. So, so, so. Und so. 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 Und so. So, ah, sehr schön. Das passt. So, das wird unser Türmchen. Und da gehen dann auch diese... Geht das hier auf jeden Fall rein? Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, hier machen wir das auch hin. Zack, 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 zack. So. Dann. Was
solche Treppe hoch, logischerweise. Wo hatten wir die denn? Hier hatten wir sie. Fange ich da erst an? Nö, eigentlich würde ich hier vorne lieber schon anfangen. Ja, so weit vorne auch wieder nicht. Ach komm. Ey, wie es mich nervt, ne? So. Und so und... Ach komm schon. Dieser Scheiß, ey. Meine Güte. Jedes Mal frickel ich mir hier einen Wolf. Jetzt willst du da wieder nicht, ey. Komm, hör doch auf, ey. Ich will, da in die Mitte will ich einen hin haben. Kann nicht so schwer sein. Jetzt habe ich es wieder falsch rumgebaut. Ah! Mann, ey. So, und jetzt wieder. Ach komm, das ist nicht dein Scheiß Ernst. Oh, ich frickel jedes Mal. So, jetzt mache ich es halt so. So, hier ein ran. Geh mir nicht auf Zünder, ey. Los! So. Und jetzt. What the fuck, ey? Wieso will der hier... Gah! Fick dich doch. So. Drecksau. Kann aber ja nicht. Was war denn da jetzt so schwer? So, so. Und noch ein. Und dann hier rum. So. So. Ich habe Ideen, ich habe Ideen. Jetzt sind wir schon mal auf der Höhe. Jetzt müsste, glaube ich, wieder eine Kurve kommen. So. Dann wieder. Oh, wo ist der jetzt gelandet? Mitten im Nix. Und da direkt. Ah, in der Mitte beginnt. Ich weiß nicht, was es soll, ey. So. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt sind wir natürlich direkt auf seiner Höhe hier. Das ist aber okay. So. Herrlichst. Dann kommt das da erstmal weg. Hier kommt erstmal so. Und zweimal so. Ne, einmal so reicht. Und dann wieder hoch. Eins, zwei, drei, vier. So, so dass wir jetzt mal hier oben hinkommen. Das war herrlich. Die Wand weg. Da machen wir eine mit Tür rein. Windel. Was allerdings auch gar nicht viel bringt, aber das ist egal. Das war keine Tür. Tür links, bitte. Jetzt habe ich die Platte abgerissen. Ah, scheiß. Aber egal. Tür links. Platte wieder weg und Gehweg drüber. Zack. So. So weit, so gut. Jetzt kommt in die Mitte tatsächlich. Das ist Blödsinn. Aber ich brauche da irgendeine Wand gerade einfach nur. Das ist gut. Und in die Mitte machen wir die hier. Oder mache ich graue Wände? Ne, ich glaube, ich mache da eine graue. Ich habe irgendwie Gefallen dran gefunden. Ich weiß auch nicht wieso. Plötzlich finde ich graue Wände toll. Ich glaube, ich will aber die Seite sehen tatsächlich. Was ist denn hier jetzt das Problem? Wieso darf ich da jetzt keine Wand drunter bauen? Manchmal habe ich das Gefühl, dieses Spiel will mich einfach nur rollen. Und macht Sachen, die es macht, nur um mich zu ärgern. So. Jetzt wird doch ein Schuh raus. So. So, so.
Und dann nehmen wir da ein Fenster weg. Oder nehmen wir, nee, da nehmen wir ein Fenster weg. Und setzen da einmal so eins ein. Und zack. Und gucken wir mal einmal. Zack. Passt die Höhe. Nee, ist schon eins zu niedrig. Okay, dann muss der da weg. Gut. So rum. Da bauen wir mehr von den Fenstern. So. Dann ein... Nee, so ein nicht. So ein. Zack. Der das Ganze von da nach da führt. Und hier dann hoffentlich... Ja, das funktioniert tatsächlich. Wie geil ist das denn? Und sauber gerade rüber. Ja, geilo. So. Warum kann ich hier jetzt keinen... Ach komm. Dein verfickter Scheiß Ernst. So. Geht doch. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem bis unten runterziehen. Einfach nur der Optik halber. Zack. 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 Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, wir sind schon wieder leicht drüber. Aber okay. Wir kicken hier einmal rein. Die Wand kommt wieder weg und da kommt wieder eine Bodenplatte rein. Aber man sieht so scheiße, wie der Träger da unterläuft. Natürlich falsch rum. Was auch sonst. Jetzt sitzt's. Okay. So, dann... Muss hier ein Splitter hin, ne? Ne, ein Fusionator. Das heißt, wir reißen das nochmal ab. Zack. Von da nach da bitte. Zack. Und zack. Und dann können wir schon mal hier lang setzen. Wie weit kommen wir da? Okay, bis hier. Dann machen wir hier nochmal das gleiche. Ah, kann man nicht ganz an, okay. Halb so wild. Nicht, dass wir hier schief werden, das wollen wir auch nicht. Wie? Wieso kann er, wollte gerade sagen, wieso snappt er denn da nicht? So, dann einmal so. Wäre eigentlich auch cool, wenn wir hier gleich zwei hochsetzen können, ne? So. Die sieht man nachher nicht mehr. Und dann haben wir hier tatsächlich auch schon die Abfuhr. Das ist ja super gut. Fehlen nur noch ein paar Wände, ne? Zack. Dach drauf. Und dann läuft das. Schön. Zack. Und hier kann ich jetzt fleißig weiter meinen Turm bauen. Wie ich... Oh, fuck. Lustig bin. Wenn ich dabei auch noch ein bisschen clever wäre, wäre es total gut. Wieso geht das jetzt nicht? Achso, kein Beton mehr. Wieso habe ich hier wieder so einen 2x3 Turm? Das habe ich jedes Mal. Das passiert mir immer wieder. Achso. Ich habe einen 3x3. Gut. So, Betonage fehlt mir schon wieder. Aber das ist gar nicht so schlimm. Der kann mir ruhig noch ein bisschen weiter fehlen. Wir haben tatsächlich unsere automatische Verkabelung fertig. Die auch schon produziert. Super geil. Die jetzt hier noch einmal nach oben kommt. Zack.
jetzt fleißig abführen kann. Und wir haben automatische Kabel. Wie gut ist das? Und nur halb so eng wie beim letzten Mal. Daniel weiß Bescheid. Ne? Diesmal ist hier echt schön System drin. Ich hoffe, du hast diesmal ein bisschen weniger zu meckern. Aber ich finde, es ist ganz schick geworden. Es gefällt mir. Kupfer hätte anders angeschlossen oder angebunden werden können. Okay, räume ich ein. Aber das geht auch immer noch. Man kommt überall noch irgendwie ran. Ne, hier ist halt alles ein bisschen dicht auf dicht gedrängt, aber meine Güte. Halb so wild. Man kann überall so halbwegs lang rennen. Gut. Ne, wenn ich wohin wollte, klappt das. Und hier vorne habe ich Lauffläche tatsächlich. In meiner schönen großen neuen runden Halle. Und dass das hier so sauber rüberläuft, ne? Freue ich mich ja auch wie Bolle drüber. Und man sieht so gut wie keine Kabel. Bells. Ne, klar, der rausführt, den sieht man. Aber ansonsten alles schön clean hier hinten. Herrlich! Ja, was sagt ihr dazu? Gefällt euch mein kleiner Rundbau hier hinten? Ne, es ist ein bisschen irritiert mit den Wänden, das räume ich ein. Ne, und hatte ich vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich habe mich hier tatsächlich die umentschlossen und die Platten alle neu verlegt. Ne, so, dass die mit dem Außenbereich bündig sind und nicht mit dem, mit den Innenwänden. Das ging mir tatsächlich ein bisschen auf die Ketten. Deswegen ist der Bau hier drin tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber es löppt. Und es löppt tatsächlich einwandfrei. Der läuft nicht ganz auf 100%. Soll er aber ja auch gar nicht. Ne? Der läuft auf 0%. Ich weiß nicht, warum Manufaktoren nicht richtig angezeigt werden. Der läuft auf 61. Kriegt zu wenig Kabel. Der muss mal mit Draht volllaufen. Ich glaube, dann läuft es besser. Dann läuft das, glaube ich, sauberer. Der läuft hier mal gut, mal nicht, ne? Wie ist bei dir? Ja, auch eher, wie du lustig bist. Ja, wenn der hier voll ist, dann geht das richtig. Dann funzt das. Wenn der denn mal voll wird. Aber ich glaube, das könnte sogar... Ich kann ihn einfach mal voll machen. Zack, und dann können wir mal gucken, ob wir hier einen leichten Rückstau kriegen. Ja, jetzt steht er oben schon mal. Und selbst wenn der jetzt nachläuft, haben wir hier immer noch Puffer. Ich hoffe, das kriegen wir bis hier hinten voll. Rödel, rödel, rödel. Einmal Schlag weg und wieder dicht. Sehr schön. Und jetzt müssen wir gleich einen kleinen Überschuss haben. Wupp. Wieder ein bisschen weg. Aber das füllt sich jetzt langsam. Schön, schön. Du läufst auch sauber. Hier müssten wir nachher auf lange Sicht eigentlich... Du machst Rohre. Wieso stehen die noch nicht voll? Du müsstest hier schon bis zum Arsch voll mit Rohren sein. Es staut sich auf jeden Fall noch nicht, obwohl ich eine Überproduktion habe. Ich brauche 15 und produziere 20. Wie kann das denn sein? Also, dass das hier dann nicht überfüllt ist. Hm, egal. Ganz regal. So, wieso ist der gelb? Jetzt ist er wieder grün. Und wieso ist der nur auf 61%? Ich habe locker genug von allem da. Der müsste volle Lotte laufen. Egal, ich verzettel mich schon wieder. Leute, ich bin schon wieder bei einer Stunde 15 und habe schon wieder viel zu lange gemacht. Aber das macht nichts. Es hat Spaß gemacht. Ich habe die Halle voll und ich habe ein bisschen mehr geschafft, als ich wollte mit dem Türmchen hier. Und ich habe sogar noch ein paar Probleme hinten lösen können. Von daher vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe jetzt Urlaub. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Krams überlegen und bin da auch schon ein bisschen am Planen. Zuletzt habe ich das mit der freundlichen Unterstützung, ich nenne einfach deinen Namen jetzt, von Kai gemacht. Ich nenne keinen Nachnamen, aber der Kai wünscht sich ein bisschen mehr Austausch von den Leuten, die wir hier so haben. Und ja, wir werden gucken, was wir da ein bisschen aufbauen können oder was ich da ein bisschen aufbauen kann.
dass ihr auch mal ein bisschen untereinander kommuniziert. Das macht ihr nämlich nicht unter meinen Videos. Und ihr könntet ja mal ein bisschen lästern wenigstens über mich oder so. Das weiß der Geier, ist ja auch wurscht. Ne, in jedem Fall wird sich da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen was tun, wenn ich ein bisschen Zeit und Luft habe. Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut einen Kommentar rein, haut ein Like rein, haut ein Abo rein. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsen.